Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Serie zum Thema Mathe-Kursstufe. Und wir fangen heute ganz einfach an mit der Ableitung bzw. der Steigung. Und ja, ich zeige euch jetzt mal eine ganz einfache Funktion. F von x gleich x, die kennt ihr wahrscheinlich schon sowieso alle zur Genüge. Und zeige euch mal, wie man da jetzt die Steigung definiert. So, die Steigung ist immer, wie weit oder wie viel steigt diese Funktion, wenn ich 1 nach rechts gehe? In dem Fall ist es total einfach. Wenn ich hier 1 nach rechts gehe, muss ich auch automatisch 1 nach oben gehen. Das ändert auch nichts daran, wenn ich jetzt mein Steigungsdreieck ein bisschen größer mache. Also nehmen wir an, ich habe nur diese zwei Punkte gegeben, den hier und den hier. Und muss dann ausrechnen, was ist die Steigung zwischen diesen beiden Punkten. Dann kann ich ganz einfach sagen, hier der Punkt 4, 4 ist das da. Und das hier ist der Punkt Q, 2, 2. Und die Länge von diesem unteren Stück hier, also von dem Stück in Richtung X-Achse, ist 4, hier, die 4, minus die 2 hier lang. Und das Stück nach oben ist auch 4, diese 4, minus 2, diese 2 hier. Also auch 2 lang. Das ist das hier 2, das hier ist 2. Und drum ist die Steigung, die ja immer für 1 auf der x-Achse nach rechts und 1 nach oben, ja, nach unten, geht auch, gilt. Dafür ist die Steigung dann 1. Also, so. Müsstet jetzt hier 1 nach rechts gehen, 1 nach oben. So, das ist jetzt die Steigung da dran. Wie mache ich jetzt das, wenn ich keine so schöne Funktion habe, sondern eine so krumme? Sowas hier. Da kann ich ja die Steigung nicht ganz genau berechnen. Ich gehe hier, wie ich gerade eben gesagt habe, nehmen wir gerade mal das hier. Ich gehe 1 auf der x-Achse nach rechts und muss dafür 1 nach unten. Jetzt stimmt es aber wohl kaum mit dem hier überein. Das geht ja fast schon 2,5 nach unten. Aber dafür geht es halt hier auch nicht mal mehr 1 nach unten, obwohl wir hier mit unserer geraden Funktion, die das näherungsweise beschreiben soll, jeweils 1 nach unten gehen. So, der Clou ist jetzt hierbei, dass wir das sehr grob angegeben haben. Und je genauer wir das machen, desto besser stimmt es auch. Das heißt, wir schauen jetzt, dass wir möglichst wenig so da. Das ist die Steigung in diesem Punkt sozusagen. Aber wir können für jeden Punkt hier auf dieser Kurve eine eigene Steigung angeben, wie ihr hier sehen könnt. Und da das ziemlich doof aussehen würde, wenn wir das für jeden Punkt extra machen würden, wäre ziemlich viel Rechenarbeit, geben wir dafür auch eine Funktion an. Also das hier wäre jetzt auch eine Funktion. Ist ja klar. Und unsere Steigungsfunktion oder auch Ableitungsfunktion können wir genauso gut angeben. Heißt, wenn wir diese Funktion hier ableiten, dann kommt da auch wieder, dann kommt da eine ganze Funktion raus, die uns für jeden Punkt auf der x-Achse beschreibt, welche Steigung hat der dazugehörige Punkt von dieser Funktion hier. So, ich hoffe, ihr habt es jetzt erstmal verstanden soweit. Und ich werde da definitiv noch genauer drauf eingehen, in meinem nächsten Video. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ja, macht's gut bis dahin.